Willkommen in Berlin. Mein Name ist Radu Berger und ich bin der Büroleiter hier bei Werner Sobeck in Berlin. Ich möchte euch heute die Stadt zeigen und drei Projekte von uns vorstellen. Unsere erste Station ist am Potsdamer Platz, wo einst die größte innerstädtische Baustelle Europas in den 90ern war, das Sony Center. Der Architekt des Sony Centers ist Helmut Jahn, ein langjähriger Weggefährte von Werner Sobeck. Wir waren damals verantwortlich für die komplexen Seilfassaden des Gebäudes. Das Markenzeichen oder das Wahrzeichen des Sony Centers ist sicherlich die Dachkonstruktion, die den Mount Fuji in Japan repräsentieren soll. Das Sony Center wird im Augenblick umgebaut. Wir sind verantwortlich für die Tragwerksplanung und in Teilbereichen für die Fassadenplanung. Wir sind jetzt im Innenhof und haben den ersten Blick auf die größte Sanierungsmaßnahme. Und zwar, das ist das IMAX, das ist Deutschlands größtes Kino in den 90er Jahren gewesen und das wird jetzt umgebaut. Es entstehen eine Markthalle und Büroflächen. Weitere Maßnahmen ist zum Beispiel das Bauteil E. Hier soll eine Deutsche Bahnkantine reinkommen. Das heißt, an vielen Stellen wird saniert. So, jetzt sind wir im Innenbereich der Baustelle. Hier möchten wir uns die Besonderheiten beim Bauen im Bestand anschauen. Was wir hier versucht haben, ist, so viel wie möglich von dem Bestand zu erhalten. Das ist natürlich ressourcenschonend. Früher war hier ein riesen Kinosaal. Das bedeutet, hier in der Mitte des Raumes waren keine Lasten, die nach unten transportiert werden mussten. Jetzt durch die Nutzung, Markthalle und Büro, werden wir auch hier in der Mitte des Raumes Lasten in die Untergeschosse einleiten. Weil wir auf dem Bestand bauen, mussten wir uns für eine leichte Konstruktion entscheiden. Dabei ist es eine Stahlbeton-Verbundkonstruktion geworden. Ein weiterer Teil der Umnutzung ist die Bestandsfassade, die davor natürlich aufgrund des Kinosaals opak war. Die soll natürlich später transparent sein. Das bedeutet, es wird eine neue Fassadenkonstruktion drangehängt. So, das war jetzt ein kleiner Einblick auf unsere erste Baustelle. Und nun gehen wir weiter zu einem der höchsten Hochhäuser Berlins. So, wir sind jetzt ein ganz schön großes Stück in den Osten gefahren und stehen hier vor einem neuen Wahrzeichen in Berlin, dem Eastside Tower hier an der Warschauer Brücke. Das Hochhaus ist ca. 145 Meter hoch und wurde von dem Architekten Bjarke Ingels entworfen. Das Schönste an dem Hochhaus ist natürlich die Aussicht von oben. Deshalb kommt gerne mit, ich zeige sie euch. So, wir sind jetzt zunächst ganz nach oben gefahren, in die 38. Etage. Hier hat man eine sehr gute Aussicht, gerade bei diesem Wetter, über Berlin. Wir sind zuständig für die Fassadenplanung gewesen, für die Bauphysik, damit die Wärme- und Energiebilanzierung und die Bauakustik. Was man hier bereits sieht, ist, wie komplex ein Hochhauskopf sein kann. Hierzu gehören natürlich die technischen Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung, aber auch für den Höhenzugang. Das bedeutet für die Fassadenreinigung und den Glasaustausch Hilfsmittel in Form von Gondeln. Und die Gondel kann dann herabgelassen werden über die gesamte Höhe. Bei der Fassadenkonstruktion handelt es sich um eine Elementfassade, die von Geschossdecke zu Geschossdecke spannt und hier über diese Stahleinbauteile die Windlast in die Decken einleitet. Die Isolierverglasung befindet sich auf der Innenseite. Außen hat man noch eine sogenannte Prallscheibe, die vor allem den außenliegenden Sonnenschutz vor hohen Windlasten schützen soll.
Von hier oben hat man auch eine ganz gute Aussicht auf das dritte Gebäude, was wir uns heute anschauen wollen, das neue Hauptquartier von Zalando. Das Gebäude hat einen Grundriss von ca. 50 x 50 Metern und hat 7 Obergeschosse. Wir waren verantwortlich für das Tragwerk, die Fassade und die Bauphysik. Das Besondere an der Fassade, das sieht man, wenn man zu den Ecken des Gebäudes kommt. Dort haben wir versucht, opake Elemente zu verwenden, um den sommerlichen Wärmeschutz einhalten zu können. Wir befinden uns hier in dem Atrium des Gebäudes. Das Besondere an dem Atrium ist die Geometrie bzw. die sehr große Spannweite zwischen den Stützen. Die Spannweite haben wir mit der tragenden Balustrade realisiert. Die Decken sind gegeneinander verdreht und werden in dem Punkt, an dem sie sich gegeneinander verdrehen, durch eine schräge Stütze unterstützt. Die bis zu 17 Meter langen Stützen wurden als Schleuderbetonstützen am Stück im Werk hergestellt und auf die Baustelle transportiert. Der große Vorteil ist, dass wir bei diesem Gebäude sehr früh mit den Architekten an einem Tisch saßen und anhand eines BIM-Modells das Gebäude integral planen konnten. Der große Vorteil war, dass wir dann gemeinsam durch die Räumlichkeiten mit einer VR-Brille gehen konnten und bis hin zu den Lichtern alles gemeinsam verschieben konnten. Das war eine kleine Auswahl unserer Projekte hier in Berlin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr in Berlin seid, kommt gerne mal vorbei.